Hier liegt man in der Region von rund 3 Millionen Euro. Genau. Also am Anfang denkt man, das ist wie bei, wenn du ein Mädel kennenlernst. Am Anfang ist immer alles rosa-rot und dann muss man gucken, bringt das was langfristig. Und das sind ja auch die Lieblinge, sag ich mal, der Kunden, also die Kunden, die bei uns kommen. Die ist wie so kleine Kinder, ne? Glücklich machen. Probefahrt in einem Alfa Romeo, Baujahr 1962. Kerstin und Tim Meinrenken sollen ihn in ihrem exklusiven Autohaus im Kundenauftrag verkaufen. Beruf und Leidenschaft kommen bei ihnen zusammen. Zum einen sind das Kindheitserinnerungen, vielleicht auch die Reise in die Vergangenheit, in eine Zeit, die lange hinter uns liegt. Das ist die Liebe für auch die Verarbeitung eines solchen Autos, bei der Handwerk auch eine viel größere Rolle spielt. Die Fahrzeuge haben ein wunderschönes Design. Ich sag ja immer, die historischen Fahrzeuge, die haben alle Gesichter. Man hat immer das Gefühl, dass man mit dem Fahrzeug sprechen kann, dass man darüber eine emotionale Bindung kriegt. Aber auch da hat man natürlich unterschiedliche Geschmäcker. Mit dem Autohaus in Hamburg-Bahrenfeld unweit der A7 haben sie sich einen Traum erfüllt. Der Showroom versetzt jeden Oldtimer- und Sportwagen-Fan in Verzückung. Jedes Auto hier handverlesen. Soll ich mal eine Lampe holen? Brauchen wir gleich. Schau mal. Das ist ja auch total. 3 Weber-Vergaser, 6 Zylinder. Ja. 140 PS. Man muss wirklich aufpassen, dass man sich nicht zu sehr verliebt in das, was man macht, um da noch genügend Abstand zu haben. Sonst möchte man selber alles irgendwann mal haben, nicht? Das hat schon auch mal stattgefunden, dass ich gesagt habe, auch den würde ich auch gerne selber mal behalten, ne? Ja. So ein Alpha kostet rund 200.000 Euro. Wer so viel Geld investiert, möchte sicher gehen, dass auch alles stimmt. Für die Meinrenkens geht es um ihren Ruf. Einfach hoch? Ja. Ich traue mich nicht. Doch, gut, passiert nichts. Ganz nach oben. Ganz nach oben. Zusammen analysieren sie den Zustand des Alphas bis in das letzte Detail. Hier siehst du, dass das Auto komplett auseinander war. Ja. Ist von unten sauber lackiert. Ja. Sieht richtig gut aus. Hätten wir auch Unterbodenfotos von machen, ne? Ja. Richtig toll. Grundsätzlich ist so eine Restauration vom Aufwand her finanziell eigentlich wirtschaftlich nicht darstellbar. Man investiert viel mehr Geld, als der Marktwert nachher als Marktwert realisiert werden kann. Und daher gibt es auch viele Autos, die, ich sag mal, mit dem Ziel, ich sag mal, eine kosmetische Restauration zu machen, die einfach nur neu lackiert sind. Gibt es auch. Da muss man genau schauen und dann auch die Spreu vom Weizen trennen. Ein paar Straßen weiter. Thomas Steinke ist in ganz Deutschland als Spezialist für Sportwagen und Oldtimer bekannt. Für den Renneinsatz eines Kunden bereitet er zusammen mit seinem Auszubildenden diesen Ford GT40 vor. In den 60er Jahren beendet der GT40 bei vielen Rennen die damalige Vorherrschaft Ferraris. Weltweit gibt es nur 112 Fahrzeuge dieses Typs. Stückpreis heute mehrere Millionen Euro. Die Fahrleistungen mit einer Spitzengeschwindigkeit jenseits von 300 Stundenkilometern sind auch nach heutigen Maßstäben schwindelerregend. Das gehört zur Legende, ja. Die Geschichte schwingt immer bei mir mit. Wenn ein Auto besondere Geschichte hat, dann geht man noch mal mit einer anderen Ehrfurcht ran, als wäre das so ein, in Anführungsstrichen, normaler Oldtimer oder normaler Rennwagen. Das ist ja jetzt kein normaler Rennwagen hier. Das ist schon was Außergewöhnliches, nicht? In der heutigen Diskussion um Umwelt- und Klimaschutz wirkt der Start des Achtzylinders von 1966 wie eine Sünde. Ja.
Bei Autofans verursacht dieser Sound Gänsehaut pur. Die überschaubare Liebhaberszene hält sich bei der Diskussion um Klimaschutz zurück. Das ist eine absolute historische Geschichte für uns. Und man macht sich zwischendurch dann mal Sorgen, wie geht das eigentlich weiter? Ist das noch salonfähig? Ich muss aber feststellen, dass es eben so eine große Fangemeinschaft am Ende gibt und so eine große Lobby, dass man sich dann doch nicht zu große Sorgen macht. Auch dieser Ferrari 330 GTS, ebenfalls aus den 60ern, wird zum Saisonstart durchgecheckt. Zustand traumhaft, wie der Werkstattmeister Gordon Jess bestätigt. Hier gibt es einen kleinen Tropfen, den muss man mal verfolgen, wo der herkommt. Auch wenn es teuer ist, funktioniert das Auto ja nicht anders. Es ist und bleibt die Mechanik und die schöne Optik und die muss man einfach fahren. Also man macht es auch schon fürs Auto ein bisschen. Und der Kunde, wenn der das gut versteht und sein Auto gerne hat, dann ist man doch schon auf der gleichen Wellenlänge. Da muss man immer noch mal ein kleines Schräubchen anders stellen, nachziehen. Und so nach ein, zwei Jahren und ein paar Kilometer, dann funktioniert das alles wie fast ein modernes Auto. Höchstens dreimal im Jahr darf der edle Oldtimer mit dem Cavallino Rampante auf der Motorhaube seine 300 Pferdestärken tanzen lassen. In diesem Jahr wird es noch etwas länger dauern. Die Sitze des blauen Ferrari sind gerade bei Sattler Guido Mark in Arbeit. Er kümmert sich um die Innenräume exklusiver Fahrzeuge. Im Fall des blauen Ferrari wünscht sich der Kunde Kopfstützen. Ein Sicherheitsaccessoire, das in den 60ern selten war. Guido Mark muss sich etwas einfallen lassen. Das sind jetzt Kopfstützen aus einem Mini, aus einem Klassiker. Weil wichtig ist bei diesen Fahrzeugen, dass das auch eine Kopfstütze ist mit einer Aufnahme nur. Weil das andere sieht immer komisch aus, das ist dann zu modern. Und deswegen bauen wir die jetzt eigentlich um, dass wir darauf sozusagen eine Nackenrolle bauen. Weil das dann immer am besten zu diesem Fahrzeug passt. Allein um das samtweiche Leder zu bekommen, musste er lange suchen. Aber der Sattlermeister hatte Glück. Es ist die gleiche Charge, aus der schon die Sitze gefertigt wurden. Eine andere Maserung des Leders, undenkbar für einen Wagen zum Preis eines Einfamilienhauses. Das werden jetzt Lederkeder. Die lassen wir immer durchlaufen, damit die Keder nicht so dick werden. Die sollen ja eigentlich filigran sein. Und der nimmt jetzt halt die Hälfte runter und dann ist das Leder viel dünner. Keder nennt man die kleinen Randverstärkungen auf den Sitzen. Guido Mark achtet auf das kleinste Detail. Es bringt immer wieder Spaß, sowas zu machen. Und das sind ja auch die Lieblinge, sag ich mal, der Kunden. Also die Kunden, die bei uns kommen, die das ist wie so kleine Kinder, ne? Glücklich machen. Also das ist ja nicht so wie, ich sag immer, Räderwechsel oder einen Auspuff machen. Aber die Innenausstattung, wenn die dann halt fertig ist und der setzt sich das erste Mal rein, das siehst du dem Kunden sofort an, dass das eben halt, ja, das ist ein Traum, den er wahrscheinlich schon viele Jahre gehegt hat. Zurück im Autohaus Thiesen von Familie Meinrenken. 1300 Quadratmeter Verkaufsraum, gefüllt mit Ikonen der Automobilgeschichte. Im Norden auch eine Ikone? H.P. Baxter. Der Musiker ist Stammkunde. Sein Interesse hat dieses Mal ein Jaguar XK140, Baujahr 1955, geweckt. Ja, witzig, dass ihr... Kommt ja auch aus Hamburg, der Wagen. Ich stehe nun sehr auf die englischen Oldtimer, also hauptsächlich Jaguar, Rolls-Royce eigentlich im Wesentlichen. Und ja, die Faszination ist eben die schöne Form, dieses Design, die Styling, der Geruch, die Motoren, also alles. Das ist noch so richtig zum Anfassen und so, ist einfach so eine Faszination und ist auch wie eine Sucht, muss man wirklich sagen. Also das lässt einen nicht los. Und wenn man so denkt, jetzt bin ich fertig, ich habe alles, dann kommt schon wieder die nächste Idee oder dann will man was verändern, mal einen verkaufen, mal einen anderen kaufen. Also das ist ein sehr schönes Hobby. Auch sehr kostspielig, aber auch sehr schön, muss ich immer viel für singen. Das Problem,
Scooter ist relativ groß. Größer als viele englische Gentlemen in den 50er Jahren. Der Sitz muss weiter nach hinten und tiefer. Ja, das stimmt, weil hier ist natürlich das ganze Verdeck noch verstaut hinten. Ne? Oder da müssen wir dann mit dem Guido Mark noch mal sprechen. Aber der sagte auch schon, man kann das. Und was sagte der? Der sagte, man kann auf jeden Fall noch ein bisschen was wegnehmen. Aber so viel Platz ist halt wegen dem Verdeck nicht. Das ist bei den Coupés ein bisschen entspannter. Na, Guido? Sag mal, alles gut? Ja, danke. HP ist gerade oben und hat sich den XK Jaguar XK140 angeguckt, aber ist ein bisschen groß. Genau, der schwarze, der hinten in der Mitte steht. Ein bisschen groß, wollte mal gucken, ob wir da ein bisschen was abpolstern können für den. Ja. Ja, er dachte, der wäre. Guido Mark, dessen Sattlerei auf dem gleichen Gewerbehof ist, hat schon einige Fahrzeuge für HP Baxter angepasst. Moin, Guido. Na, Jungs. Ja. Also, wir haben auch Spaß mal diesen Sitz rein. Ja. Der ist schon flacher, das ist perfekt. Wenn wir den. Bisschen flacher. Ja. Und wenn das hier. Das ist ein weiter nach hinten. Das muss eigentlich weiter hier rein. Das ist da nochmal nach hinten gerückt. Da drückt er das Dach hier in der Ecke, drückt er das Dach hinten mit runter. Ja, wir müssen das einmal rausnehmen. Die Schiene, geht ja auch noch weiter nach hinten. Ne? Das ist der erste Weg, den wir haben. Das ist ja nur 2-3 cm. Ne? Ja. Also meinst du, der geht noch weiter? Jetzt auf die Schnelle nicht. Nee. Bei Autos und in der Liebe kennt sich Scooter aus. Im Sommer möchte der 60-Jährige zum dritten Mal heiraten. Oh, das geht. Ich habe das eigentlich ständig, dass ich mich schnell in irgendein Auto verliebe. Man muss dann erstmal abwarten, ob das ein Strohfeuer ist oder ob das dann wirklich Sinn macht. Ne? Also am Anfang denkt man, das ist wie bei, wenn du ein Mädel kennenlernst. Am Anfang ist immer alles rosa-rot und dann muss man gucken, bringt das was langfristig. Und aber bei dem kann ich mir das vorstellen, weil der 140er, der ist ja schon ein bisschen größer. Naja, aber mal gucken. Es wird sicher nicht sein letzter Besuch gewesen sein. Eine Probefahrt ist schon fest verabredet. Nochmal wie? Unterdessen kümmert sich Thomas Steinke um einen ganz besonderen Patienten. Das ist ein Ferrari 12-Zylinder-Motor aus den 60er Jahren. In Einzelteilen. Die Kunst, so ein Aggregat zu restaurieren, beherrschen nur wenige. Thomas Steinke beim Honen eines Motorblocks. Die Brennräume werden dabei ganz vorsichtig abgeschliffen. Egal, ob wir jetzt den gleichen Motor nächste Woche nochmal machen. Es gibt eine andere Vorgeschichte dazu. Die Motoren sind 40, 50, 60 Jahre alt. Und jeder hat so sein Leben gehabt und seine Reparaturen zwischendurch. Und da muss man immer wieder neu denken. Gelingt es, hat der Ferrari-Motor wieder die volle Leistung. Ist praktisch neuwertig. Nebenan wird ein Zylinderkopf auf einer Herdplatte erhitzt. Ja, die Sitzringe werden gekühlt, damit sie schrumpfen. Und der Kopf erwärmt, damit er sich ausdehnt, damit die Sitzringe besser reingehen. In den Sitzringen bewegen sich die Ventile eines Motors viele tausend Male in der Minute rauf und runter. Mit eiskaltem Kohlendioxidgas werden die Sitzringe geschrumpft. So passen sie in den heißen Motorkopf. Das funktioniert aber nur, wenn es schnell geht. Bei Normaltemperatur sitzen sie später bombenfest. Wir gehen hier keine Kompromisse ein, weil es hat sich gezeigt, dass die Motoren dermaßen verschlissen sind. Das geht bis zum letzten Stehbolzen, haben wir alles eigentlich in der Hand gehabt. Weil nichts ist auch ärgerlicher, als wenn man den Motor einbaut und dann baut man die Krümmer an. Und dann dreht das Gewinde der Krümmermutter über und man kommt da nicht mehr ran im eingebauten Zustand. Deswegen ist es so unglaublich wichtig, dass man alles in die Hand nimmt, weil die Motoren einfach zu alt sind. Nicht? Und dann hat man auch das perfekte Ergebnis. Eine Etage tiefer wird von Gordon Yes und seinem Azubi ein Jaguar aus den 50er Jahren TÜV fertig gemacht. An so einem Fahrzeug entspricht ziemlich wenig den heutigen TÜV-Anforderungen. Oldtimer genießen aber Bestandsschutz, dürfen daher weiterfahren im Originalzustand.
So, der ist dran, der ist dran. Alleine hier ist schon die Besonderheit, dass der Wagen keine gelben Blinker hat, sondern wir haben hier ein Standlicht, ein Bremslicht und einen Blinker, alles in einer Lampe integriert. Normale Verkehrsteilnehmer denken, was ist denn das für ein Wackelkontakt? Also da braucht man schon Leute, die die Autos von früher oder irgendwie mehr Erfahrung damit haben und das richtig einschätzen können. Auch Lenkradspiel, Bremse, alle normalen Haptikgefühle sind anders bei dem Wagen und im ersten Moment denkt man, ist das kaputt? Nein, das gehört so. Ja, gut, die ist fest, dann kann das zu. Der Jaguar wird vom Team Steinke immer weiter optimiert, Details umgebaut. Denn sein Besitzer Albrecht Hase ist kein gewöhnlicher Oldtimer-Fan. Wenn die das einmal vernünftig eingetragen haben, kann nichts mehr schief gehen. Katzenaugen und Rückstrahler, wenn der deutsche TÜV das haben will, hat er jetzt auch so, mit Ü-TÜV-Zeichen. Da kann nichts mehr schief gehen. Gute Reise, grüß zu Hause die Familie. Mach ich. Dann viel Freude. Du auch, ne? Mach ich. Dein Nachwuchs. Ja, auf jeden Fall. Wird größer. Albrecht Hase hat mit seiner Frau und dem historischen Jaguar schon an vielen exotischen Rallyes auf der ganzen Welt teilgenommen. So. Auch in diesem Jahr will das Ehepaar Hase an der Carrera Panamericana teilnehmen und viele tausend Kilometer quer durch Mexiko fahren. Der Anteil von Benzin im Blut, der ist über die letzten Jahre immer mehr geworden. Und dadurch sind auch die Events, die wir alle besucht haben, im Grunde weltweit immer intensiver geworden. Und das macht für mich eben Classic Cars oder Oldtimer aus, sie nicht sich anzugucken, sondern sie zu bewegen und das durch Erdteile und Regionen, die man selber noch nicht kennt und sehr anspruchsvoll sind. Die Carrera Panamericana ist die ultimative Prüfung für die Fahrerteams und ihre Fahrzeuge. Viele bleiben liegen. Die Hases gewannen ihre Wertungsklasse. Und hier müssen Sie alles noch selber machen. Ob das die Schaltung ist, ob das darauf zu achten ist, welche Temperaturen, der Fahrspaß an sich. Hier gibt es keine Servo-Unterstützung oder andere Hilfsmittel, nicht mal eine ABS gibt es. Und das alles zusammen erfordert dann viel mehr Fahren. Und deswegen ist es dann so, dass es wirklich erfahren ist. Bei Tim Meinrenken hat sich ein Kunde aus Belgien angemeldet. Er interessiert sich für einen BMW 507. Der Preis rund 3 Millionen Euro. Das Problem ist die Farbe. Eigentlich wollte er einen schwarzen Wagen. Tim Meinrenken kennt das und hat einen Tipp. The interior needs to be done, then you can choose another color. But if you put 100 here in this car, then you have a different car. Yeah. Yeah, I did it a lot of times. So. 100.000 investieren, dann stimmt auch die Farbe. In der gehobenen Klassikerwelt ein übliches Vorgehen. So, Hase. Ja. Ich habe die Autos soweit vorbereitet. Ist alles startklar? Du, ich suche nach die Teilnehmerliste für unsere Rallye. Wo, weißt du, wo wir die finden? Auf der Internetseite? Die findest du auf der Startseite. Kerstin und Tim Meinrenken führen ihr Unternehmen gemeinsam. Am Wochenende steht die Rallye Berlin-Hamburg im Kalender, mit Ziel auf ihrem Firmenhof. Also grundsätzlich muss man das mit viel Leidenschaft betreiben, das Geschäft. Und wir haben sicherlich in beide Richtungen viel Verständnis füreinander. Haben auch klar abgegrenzte Aufgabenbereiche. Zu Hause ist auch wichtig, dass dann die Firma außen vor bleibt, dass man dann eher sich auch um private Themen kümmert. Und der Fokus liegt dann eher auf Familie und nicht auf der Arbeit. Wenn es wirklich dann viel zu tun gibt, dann muss man auch mal am Wochenende die Firma von zu Hause weiter betreuen. Und manchmal ist es dann eben auch viel, ne? Ja. Ja. Ein seltener Aston Martin ist angekommen. Weltweit gibt es nur noch 5 Exemplare dieses DB6. Dann fahre ich ihn einmal runter. Der Wagen gehört laut Verkaufsprospekt einer angesehenen Hamburger Kaufmannsfamilie. Er kommt gerade aus der Werkstatt.
Lange Standzeiten können genauso problematisch sein wie falsche Fahrweise oder ausgedehnte Renneinsätze. Viele Oldtimer stehen sich regelrecht kaputt. Aber läuft doch rund, Tim. Wer ein Fahrzeug im Wert von mehreren Millionen Euro als Wertanlage besitzt, bewegt ihn eher selten. Manche Sammler haben auch einfach zu viele Autos. Ja, das läuft wunderbar. Aber wenn man so ein Auto regelmäßig wartet und auch fährt, dann haben die Fahrzeuge in der Regel keine Probleme. Aber wenn die nur stehen und alle zwei Jahre mal benutzt werden, dann gibt es auch mehr Handlungsbedarf. Wir haben viele Kunden, die Autos regelmäßig und viel fahren, wirklich nutzen. Und dann gibt es aber auch Kunden, die Sammlungen haben mit vielen Fahrzeugen und auch nicht die Möglichkeit haben, jedes Auto zu bewegen. Für diese Kunden gibt es das Untergeschoss. Hier stehen völlig unprätentiös seltene Ferraris, Jaguars und andere Sportwagen, zum Teil im Dauerschlaf, gut eingehüllt in samtweichem Stoff. Und Kabel ist ab, ne? Ja. Mal hier weiter. Die meisten dieser Fahrzeuge, die lagern wir ein für Kunden. Wir haben auch einige Kunden, die hier mehr Stellplätze gemietet haben, die auch 24 Stunden ihre Autos einparken können, abholen können. Das ist ein zusätzlicher Service, den wir mit anbieten. Genau. Und das soll auch nicht das. Die Formel-1-Boliden aus den 80er Jahren sind eher eine persönliche Leidenschaft von Thomas Steinke. Dieser Renner fuhr 1982 in Monaco auf das Siegerpodest. Bei Thomas Steinke ist es die Liebe zu historischen Sportwagen, verbunden mit deutscher Präzisionsarbeit, die er mit seinem Team teilt. Also eine Stempeluhr gibt es hier schon mal gar nicht. Das ist ja klar. Das ist ein Manufakturbetrieb und da muss man eben auch maximal flexibel sein. Also wenn du jetzt über die Arbeitszeit sprichst, da spricht ja eigentlich auch keiner drüber, weil dafür, wenn es mal abends später wird, dann schläft man eben morgens mal eine halbe Stunde länger. Nicht? Also so ist das so. Nicht? Und wenn jemand einen wichtigen Termin hat, dann wird da jetzt auch nicht ein Antrag gestellt, um irgendwie frei zu bekommen, sondern dann ist es einfach so, dann gibt es den Termin einfach bewilligt und fertig ist die Laube. Und dann wird immer nicht so. Nicht? Das ist mehr so Family-Business hier. Nicht? Herr Steinke, es geht ja um die Geste. Und eine Leidenschaft fürs Leben. Im Alter von 15 Jahren ging das los. Ja, also das war zeitgleich, da kamen die Mädchen und die Mopeds. Und dann stand ich neben einem Alpha und dann habe ich gesagt, wenn ich 18 bin, will ich genauso einen Alpha haben. Und den habe ich heute noch. So. Selbst der firmeneigene Autotransporter ist alt. Uralt. Eigentlich fahre ich auch nur selber damit, weil die Mitarbeiter finden das dann nicht so witzig. Das ist für die schon Stress. Für mich ist es kein Stress. Das ist der Alpha, mit dem für Thomas Steinke alles begann. Zwischenzeitlich hatte er den Wagen sogar verkauft, was er später bereute. Also kaufte er ihn zurück. Gut. Das war die Initialzündung zu dem ganzen Wahnsinn hier. Den habe ich in Berlin auf dem Kurfürstendamm gekauft. Von einem Italiener. 1984. Oh, nee, ja, doch. Stimmt noch. Ja, geht. Wenige Tage später. Autostadt Wolfsburg. Die dritte Etappe der Rallye Berlin-Hamburg. Mit dabei Familie Haase. Der Wagen läuft, gibt es kleine Probleme, aber das sind zu vernachlässigen. Guten Morgen. Guten Morgen. Fahrt Vorsicht, genießt das Wetter. Das waren wir. Heiler. Und die Mainränkens. Gestern haben wir eine Sache versaut. Da war ich aber dran schuld. So, jetzt haben wir noch einen ganzen Rallye-Tag. Ein bisschen was können wir noch rausholen. Jetzt reißen wir alles. Ja, da ist noch Potenzial. Tschüss. Vor den knapp 100 Teams liegen rund 250 Kilometer quer durch Niedersachsen. Verbunden mit zahlreichen sogenannten Wertungsprüfungen, die die Fahrkünste auf die Probe stellen.
Die Oldtimer und ihre Fahrer sind Sympathieträger. Hilfe ist im Notfall überall zur Stelle. Aber jetzt muss er mich noch mitnehmen. Zwischenstopp in Soltau. Auch H.P. Baxter fährt mit seiner Verlobten mit. Teil 1 der Etappe hat er sich allerdings geschenkt. Wir haben gestern ganz gut gefeiert und dann dachten wir, komm, lass mal gemütlich angehen. Und wir holen das eh wieder auf. Wir haben so viele überholt. Also, ja. Dann kommt die komplizierteste Wertungsprüfung der Rallye. Durchschnitts-KMH 22,5. 32. Du hast noch 16 Sekunden, 15, 14. Bei der Gleichmäßigkeitsfahrt hat die Beifahrerin die schwerere Aufgabe. Tim Meinrenken muss nur fahren. Sektor B, 33. Da durch. Tim, das ist falsch. Wo muss ich denn das jetzt hin? Das ist falsch. Wo ist denn hier der Dings zurück gewesen? Du hättest da durchgemusst und dann geht die Runde 2 los. Der Parcours ist unübersichtlich. Das Team Meinrenken ist nicht das Einzige, das patzt. Ich bin ja viel zu spät durch, da muss ich jetzt eher durch, ne? Also, unterm Strich haben wir das vergeigt, wenn man das mal genau nimmt. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich habe die Orientierung nicht gehabt in dem Moment und wusste nicht genau, wohin. Nach rund 5 Stunden auf Norddeutschlands Straßen erreicht das Rallyefeld sein Ziel. Das Autohaus von Familie Meinrenken. Spätestens hier werden Berufliches und Privates eins. Viele Kunden sind längst Freunde geworden. Der Hausherr, herzlich willkommen, die Startnummer 10. Dazu gehören auch die Hases, für die diese Tour eher eine Landpartie war. Willkommen. Haben wir gut gemacht. Ja? Die Streckenführung war toll. Die Gleichmäßigkeitsprüfung auch einige etwas diffus, insbesondere im Heidepark. Aber zusammengenommen war ein schönes Event und wir sind wieder froh, dass wir dabei waren. 73, genau. Auch H.P. Baxter ist mit seinem Jaguar E-Type im Ziel. Im nächsten Jahr nimmt er vielleicht mit dem Exemplar aus dem Showroom teil. Man kann auch nicht alles haben. Vor allen Dingen das Schlimme ist gar nicht die Anschaffung, sondern der Unterhalt und die Unterbringung. Irgendwo sind Grenzen. Aber gut, man kann ja mal tauschen. Mal einer weg, ein anderer wieder her. So mache ich das. Viel Spaß heute. Danke. Langsam kommt auch der Rest von Familie Meinrenken an. Sohn Finn mit einer Ente. Auch eine Automobilikone. Und der Beweis, dass man nicht immer Millionen ausgeben muss, wenn einen das Oldtimer-Fieber gepackt hat.